Eine Absperrung. Was macht der hier? Zell darauf gebaut. Licht. Oh, er hat sich einen Hund geholt. Er hat sich einen Hund geholt. Ein K9 Hund, oder? Jetzt können wir nur wegfahren, ne? Denkt daran. Servus. Ich war gerade mit Felix unterwegs. Wer ist und Felix? Er wollte hier. Wer ist Felix? Felix ist der Hund. Aha. Ist er zugelassen? Ist er angemeldet? Ist er registriert? Haben sie die Steuern schon bezahlt dafür? Was wird das hier für ein Schauspiel? Und zwar bin ich mit Felix Gassi gegangen. Und während der Arbeitszeit. Und er hat von jetzt auf gleich einfach so Alarm geschlagen. Ja, Felix ist unser Polizeihund, beziehungsweise mein Polizeihund. Kann ich mir auch so einen Hund holen? Ja, können Sie. Kann jeder, glaube ich. Das Wo? Ist sogar ein K9-Hund. Im Tier, im Tiergeschäft. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Er hat ein bisschen gebuddelt und wir haben einen Handknochen gefunden. Ich kann das nicht mehr. Ein Handknochen, gebuddelt. Ich habe jetzt noch nicht weiter gebuddelt, denn ich würde gerne die forensische Abteilung dazu holen. Haben wir nicht. Wir sind noch viel zu klein auf diesem Tisch. Let's go, Stück heute. Ja, wir müssen los. Spuren zwischen Forderungen machen, Akte schreiben, ne? Alles klar. Oh. Ich weiß nicht. Bis ihr da oben seid bei der Schlägerei, ist da eh nichts mehr. Forensischer. Oh. Hauptsache weg. Das San Andreas Police Department, King am Apparat, was kann ich für Sie tun? Wunderschönen guten Tag, Vargas mein Name und zwar bin ich hier beim Auto Exotic und ja. Es liegen drei Fahrzeuge auf der Abfahrt vom Highway mitten auf der Straße auf dem Kopf qualmt und Mechaniker kriege ich nicht erreicht, um die abzuholen. Ja. Eventuell muss man die Straße absperren oder so, weil die mitten auf der Abfahrt liegen und nicht, dass da jemand reinfährt. Ja, würden wir machen. Könnten Sie uns ein Dispatch schicken? Dann schicke ich sofort eine Streife raus. Ich stehe am Oder? Auto Exotic direkt auf dem Platz. Ich könnte Sie dann da hinführen. Das ist direkt dahinter, weil ich weiß tatsächlich aktuell gar nicht, wie ich Ihnen Dispatch senden kann. Ah, okay. Alles klar. Gut, dann kommen wir direkt hin. Ich schicke eine Streife. Perfekt, vielen Dank. Alles klar. Danke, tschüss. Gerne, tschüss. Einmal Auto Exotic, bitte. Gibst du das im Navi ein? Ja, warte, ja. Geht das oder geht das nicht? Nee, geht nicht. Du musst das deine Markierung rausmachen. Ja, ist was. Kannst ruhig mit Code 3 dorthin. Wie ist denn die bisherige Erkenntnis? Wir fahren gerade aktuell einen Einsatz an. Ja, das ist schon bleiben. Einen wunderschönen. Hat er gerade was gesagt? Nö. Ich habe gerade nichts verstanden. Ja, ich glaube, der zeigt uns jetzt, wo das ist. Ja. Oder man versteht sie nicht. Entschuldigung. Wie Sie sehen, liegt hier direkt ein Wagen und zwei hier rechts zwei, ja. Mitten auf der Fahrbahn. Na gut, dann gehen wir uns das mal angucken, ne? Ja. Danke dir. Let's go. Alles klar, machen wir. Perfekt, danke. Welcher denn? Okay.
Kannst du das Auto denn irgendwie von dir da wegholen oder geht's schlecht? Also. Er ist gerade. Ja, den. Das liegt auf dem Dach, sagst du, ne? Was können wir denn da am besten dagegen machen? Sicher muss nicht, dass da jemand von dem Highway direkt da reinprescht. Ja, mal gucken mal. C9? Hast du gefunkt? Ich hab nicht gefunkt. Und der C9 einmal sagt. Funkspruch wiederholen? Welchen Funkspruch? Funkt da jemand? Ich höre nicht. Wir funken noch gar nicht. Wer funkt denn dann hier die ganze Zeit? Ich hab keine Ahnung. Ich höre nicht mal einen Funk. Da wird unser Funk wieder belauscht. Na, Luca Polar wahrscheinlich. Der ist nämlich im Dienst. Anscheinend ist die 25 im Dienst. Karksotik ist nicht da, DOT erreiche ich niemanden. Schwierig. Ja, so positiv. Luca Polar ist eingestempelt. Aktuelle Information, Abfahrt unterhalb von Autoexotik auf dem Highway wird kurz abgesperrt, weil hier Fahrzeuge verunglückt sind. Fahrzeuge brennen, habe ich das richtig verstanden? 3 Fahrzeuge sind verunglückt. Ja, so verstanden. Adam 1-10-10. Wer auch immer da funkt, entweder redest du oder du lässt es sein. Alle Fahrzeuge sauber, keine Verletzten mehr in den Fahrzeugen. Bilder habe ich soweit gemacht. Okay. Also da unten ist auf jeden Fall schon mal nicht angemeldet, aber ich gehe mal davon aus. Die werden auch nicht angemeldet sein. Doch, der weiß es schon. Auf? Dem Herrn, der uns das geschildert hat. Sollen die mal zur Seite schieben hier? Ja, wenn das geht. Und der hier? Den müssten wir vielleicht erstmal umdrehen. Hä, aber ich habe keinen Einsatzbericht bekommen. Worüber habt ihr den denn bekommen? Leitstelle. Was für eine Leitstelle? Über das MDC, ich bin, oder was? Ich bin Leitstelle. Es gibt Telefon. Da kann man anrufen. So. Geht nicht, oder was? Ja. Du presst dich doch durch, oder was? Jetzt klatscht gleich. Wie kommt der denn jetzt hier rein? Er hat jetzt durchgepresst. Sieh zu, dass du hier wegkommst. Da kommt der Nächste. Achtung. Alter, hubel noch einmal, du.
Mach dich ab hier. Ich hab dann Hamburg, ne? Darf ich den mal benutzen? Ja, darfst du. Danke. Jawohl. Ist Danny denn da oder das DOT? Nein, leider nicht. Beide sind abgecheckt. Oben ist keiner und DOT geht auch keiner ran. Okay, vielleicht Dispatch geschickt, weil manchmal reagieren die einfach nicht auf Anrufe. Nee, hab ich nicht. Aber da steht ja da, dass keiner zur Verfügung steht. Okay. Ja gut, wenn die halt die Leitstelle nicht... Ja, aber ich warte jetzt hier keine Stunde. Du kannst gerne ja, Dispatch sein. Schicken. Das ist immer das Problem beim DOT. Da musst du manchmal richtig lange warten. Die Dispatch schicken, wir stellen die Kran an der Seite und gut, jetzt habt ihr hier die Abfahrt wieder freigeräumt. Guck mal, das macht den Spaß, ne? Ich gehe in Sicherheit, wenn der mit dem dicken Ding kommt. Felix, komm mal da weg. Komm mal weg da. Der Hund ist auch geisteskrank, oder? Ja, irgendwie. Es brennt. Der brennt, ne? Achtung, es brennt. Zurückziehen. Feuer unter Kontrolle. Soll ich dir noch weiter eine Wand drücken? Wenn du es schaffst, ja. San Andreas Police Department King am Apparat, was kann ich für Sie tun? Ich wollte mal nachfragen, wie das aussieht hier. Was braucht man denn für einen Waffenschein, um den zu machen, bei euch? Aktuell bräuchten Sie, müssen Sie mal beim MD nachfragen wegen dem psychologischen Gutachten. Ob die ja, schon. Das MD steht vor mir, die hat gesagt, die kann das nicht. Wie, die kann das nicht? Okay. Die hat gesagt, psychologisches Dingsbums da, weiß nicht. Beziehungsweise ist gerade nicht möglich, sagt die Dame. Wie lange sind Sie heute noch wach? Weißt du, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde so. Gut, ich würde mich mal schlau machen und Sie gleich nochmal zurück kontaktieren. Okay, perfekt. Alles klar. Bis gleich. Ciao, ciao. Ciao, ciao. 02, kommen Sie mal hier hoch auf den Berg, bitte. Ich hab doch gerade schon Bilder gemacht. Sehr gut. Okay, Herr Walgers, dann erzählen Sie noch mal. Was genau ist passiert? Das kann ich Ihnen tatsächlich nicht sagen. Ich habe den Wagen von Herrn gekauft, den weißen. War dann noch im Gespräch mit dem Taxifahrer. Und dann habe ich die Autos hier vorgefunden. Von wem haben Sie den gekauft? Muss ich aber nachgucken. Einen Moment. John Smith. Okay. Haben Sie eine Telefonnummer von Herrn Smith? Hätte ich da, ja. Okay. Könnten Sie den vielleicht einmal kurz anrufen? Kann ich machen. Was soll ich Ihnen denn ausrichten? Soll ich bei Ihnen melden? Nee, ich möchte da einfach mal hierher kommen. Vielleicht kann er sich das ja irgendwie erklären.
Weil tatsächlich sein Taxi auch weg war und mitten auf der Straße stand. Deswegen, ich rufe ihn mal eben dann. Ach, dieser Dude, wer da auch immer gerade die ganze Zeit funkt, ne, der geht mir tierisch auf die Nüsse. Ist doch nicht mehr feierlich, ey. 25 für die 21. 25, man hört sie nicht, falls sie was sagen, ne? Ich höre aber noch nicht mal den Funk von dem. Ja, der sagt ja auch nichts. Aber du hörst doch immer dieses Düdü, Hör ich nicht. Ich auch nicht. Hm. Na, der hört gerade auf. 21, bitte komm. Der Herr ist auf jeden Fall gerade unterwegs, der hat keine Zeit. Okay. Ich könnte Ihnen die Nummer geben. Dass... Nein. Alles gut. Können wir abhauen, ne? Was sollen wir noch machen? Autos können wir nicht abschleppen? Nee, das können wir leider nicht. Das ist... Guck jetzt nochmal, ob ich das DOT hier so erreiche. Ansonsten. Ja. Nö. Nicht also erreichbar. Also, der Herr Polar muss auf jeden Fall im Dienst sein, weil laut MDT sind vier Kopf im Dienst. Ist alles gut. Entspann dich, Mann. Gut, ja, dann abrücken hier. Ja, was machen wir jetzt hier mit den Autos? Parkhalle dran einziehen oder? Kannst du ja nicht. Natürlich geht das. Es geht nur mit dem Wagen vom PD nicht. Hey, du hast so vor uns gehört, du kannst hier nicht einziehen. Die müssen abgeschleppt werden. Ich hab's dir gesagt, geht nicht. Wie sieht meine Karre denn aus? Die Objekte nicht mehr entfernen. Cool. Weil du die bestimmt nicht platziert hast. Wahrscheinlich. Ah, nee. Aber ging aus einem anderen Grund nicht. Ah, dann. Soll ich anschieben? Nee, noch schafft das, aber schneller schafft das halt nicht. Oh Gott, Vorsicht! Der ist ein bisschen zu hoch. Geht das vielleicht mit meinem? Mach mal Platz, ich versuch mal. Der hatte gerade die Kraft dafür. Meiner ist so hoch. So, jetzt kannst du aber bei ihm hinten ansetzen. Jetzt nimmt der Anlauf. Nein. Bist du des Wahnsinns? Keinen Anlauf nehmen. Du rammst den weg. Ich kann das nicht mehr mit dem. Du rammst den weg. Ich glaub's nicht. Jetzt hat er dich komplett im Arsch gemacht.
Das geht da jetzt. Ich kann das nicht mehr kriegen. Ich hab gar nichts gemacht. Ach, rammt der den weg, ey. Hast du den Vogel echt abgeschossen, ne? Warum? Wieso nimmst du Anlauf? Ich dachte, ich kann ja noch mit nach vorne katapultieren. Keine Verfolgungsjagd. Okay. Naja, geht auf jeden Fall nicht, aber er kommt alleine klar, hat er gesagt. Ich bitte mit dir, ich gebe noch 10 Meter, dann greifen durch. Ja, maximal. So, ich fahr zum PD, ich will nämlich wissen, was mit dem Popular nicht stimmt. Der ist eingestempelt und redet nicht. Alles klar. Bis gleich. Bis gleich. Seht ihn aber auch nicht. Doch, das ist ein PD. Okay. Guck mal, wie der gereicht. Das geht so schief. Nur 02 für die 21. Boah. Hört sie, komm. Haben Sie eine Information über einen Herrn mit einem Waffenschein? Der steht hier vorne im PD. Ja, ist noch in Klärung, weil eigentlich bräuchte der ein psychologisches Gutachten. Und die Frau Feier vom Medical Department sagt, das kann sie nie oder macht sie nie oder was weiß der Feier. Na, nur was? Also sie sagte mir gerade, medizinisches Gutachten bestanden. Sie steht nämlich neben mir, aber sie kann kein Dokument ausstellen. Über Dokuments. Checkt der eh nicht. Negativ. Ach, leck mich, ich geh gleich schlafen. Na, nur was? Sie können über Dokumente keine Dokumente ausstellen. Sie können dann nur Lizenzen verwalten. Dann machen Sie das doch mal so, dass Sie bei der Frau Feier anrufen und mal nachfragen, weil sie jetzt das bestimmt in der Akte hinterlegt, ob für diese Person ein psychologisches Gutachten gemacht wurde oder nicht. Die hat bestimmt auch Akteneinsicht bei sich, oder nicht? Ja, so wie gerade gesagt, die Frau Feier steht neben mir. Komm mal kurz her, bitte. Und die hat gesagt, ja. Ja, so positiv. Zack, New, Sitzung Contract, bla, bla. Gib uns 3 Minuten. Test. Michael King, Dokumentname. Hier ist übrigens ein Kollege mit langen Test. Hier ist übrigens ein Kollege mit langen Spaghetti-Hand. Kennst du den zufällig? Create, so, Show, Copy, View. Ort kann schimmeln, was kann, ja, ey. So, ich habe ein neues Dokument erstellt. Jetzt ist die Frage, wie kann ich dir das geben? Ah, Dokument zeigen. Jetzt habe ich es gesehen, ja. So. Und dann kannst du das, gibst du mir das wieder zurück? Oder wie läuft das? Wo kann ich dir das denn zurückgeben? Weiß ich nicht, weil du das hältst das noch in der Hand. Oder ja, gucke mal unter Dokument, mach dir mal Gedanken und nicht mit Dokuments, sondern Dokument. Ohne S. Ob da was steht bei dir? New Dokument, Haftbefehl, Taser Dokument, Selected Dokument. Hast du gesehen? Ah, nee, ich war gerade irgendwo dran drin, was? Ich sehe gerade nichts, ne? Hast du das nicht oben links gelesen? Nee. Kommt bei mir nichts. Ah, okay. Ja, ich weiß nicht, wo ich das öffnen kann. Gedankenblase und dann Dokument. Slash Dokument. Das ist das, was ich eigentlich meine. Darüber erstellst du Dokumente. Jetzt ist halt die Frage, wie kannst du ein Dokument erstellen? Aber ich habe keins. Okay. Wie kannst du ein Dokument darüber erstellen? Darüber kannst du eigentlich My Documents. Da kann ich nichts erstellen. So, und Issues Documents habe ich dieses Testing. Ich kann es mir anschauen. Ich kann es dir zeigen. Ich kann es kopieren. Kopieren. Kopie übergeben. Ich habe dir jetzt was gegeben. Guck mal, ob du es jetzt hast.
Warte, ich guck nochmal nach meinen Dokumenten. Test, ja, ich hab was. Sehr gut, dann haben wir es jetzt.